Fehler erlauben darf man sich im Druckgewerbe. Seit 1928 ist die Firma Brunner von Kriens als Unternehmen im grafischen Betrieb tätig. Die 80 Mitarbeiter bedienen mittlerweile viele Kunden weit über die Regionsgrenzen raus. Und das schon lange nicht mehr nur auf der Druckebene. Nicole Biri berichtet. Gegen die 2500 Druckereien gibt es in der Schweiz, wobei sich die meisten nur auf den Druck konzentrieren. Das Krienzer Unternehmen Brunner AG hat sich in den letzten Jahren neben dem Kerngeschäft Druck bewusst noch zwei weitere Säulen aufgebaut. Brunner Digital und Brunner Verlag. Mit diesen drei Standbeinen ist die Firma laut dem Geschäftsführer Roland Dahinden viel wichtiger und präsenter auf dem Markt. Mit verlegerischen Aufgaben, mit Aufgaben aus dem Bereich digital, mit Informatik, mit Web, mit Digitaldruck sind wir nicht mehr so schnell austauschbar und können unser Leistungsangebot für den Kunden sehr stark erweitern. Und das macht uns natürlich durch das speziell. Und somit sind wir vielleicht noch einer von 100 Anbietern in der Schweiz, die solche Leistungen anbieten können. Speziell ist Brunner Druck und Media AG aber noch durch etwas ganz anderes. Seit 1984 ist das Unternehmen ein Mitarbeiter AG. Das heisst, die Mitarbeiter haben die Aktienmehrheit. Niemand darf aber mehr als 15% der Aktien besitzen. Der Firmeninhaber Alex Brunner hat sich dazumal für das spezielle Modell entschieden, um die Nachfolgeregelung zu sichern. Verpflichtet natürlich auf der einen Seite auch. Also unsere Leute sind sehr stark mit einbezogen ins Unternehmen. Sie werden informiert über die Abschlüsse, über die Strategien, die wir miteinander haben. Aber so kann man auch interessant miteinander kommunizieren, wenn die Leute viel über das Unternehmen wissen. Und speziell natürlich auch für die Leute, sie wissen, das Geld, das wir verdienen, wird wieder ins Unternehmen investiert. Ein Unternehmen, das im letzten Jahr gerade in Sachen Finanzen zugelegt und einen Umsatz von 13 Millionen Franken hat können verbuchen. Ein stolzes Ergebnis, das motiviert zum neuen Ziel setzen. Ob wir in 10 Jahren noch Kerngeschäft Druck haben oder ob wir in 10 Jahren mit Web und mit iPhone, iPad Applikationen grafen, das wird sich zeigen. Wichtig ist, dass wir es im Griff haben, die Daten können aufzubereiten. Was sich in den nächsten 10 Jahren auf keinen Fall ändern soll, ist das Kundensegment von Brunner Druck und Media AG. Neben vielen regionalen führt die Firma auch viele nationale und internationale Aufträge von KMU, Verbänden und Industrie aus.